Wenn du einen geliebten Menschen verloren hast, dann weißt du, wie schmerzhaft das ist. Und kennst vielleicht den Wunsch, nur noch einmal mit dieser Person reden zu können. Sie noch einmal in den Arm nehmen zu können und ihr noch einmal sagen zu können, dass man sie liebt. In diesem Video schauen wir uns an, was uns hilft, mit Trauer umzugehen. Auf geht's. Tauchen wir ein in die Tiefen unserer Psyche. Weil Trauer für jeden und jede anders ist und sich anders anfühlt, schauen wir mal kurz darauf, wie die Wissenschaft Trauer definiert und wovon wir hier in dem Video sprechen. Trauer ist eine emotionale Reaktion, die wir empfinden, wenn wir einen Verlust erleiden. Also bestimmte Reaktion auf intensiven sogenannten De-Stress, also negativen Stress. Zum einen erleben wir emotionale Reaktionen, zum Beispiel in Form von Schmerz, Traurigkeit, vielleicht sind wir sehr niedergeschlagen oder einsam und haben eine große Sehnsucht. Zum anderen erleben wir Reaktionen in unserem Verhalten. Auf einmal fangen wir an, die Person zu suchen, denken, dass sie gleich zur Tür reinkommt oder reden mit der Person, als wäre sie noch da. Trauer ist aber erstmal vor allem eins, eine ganz natürliche Reaktion. Wenn man im Internet nach Hilfe bei Trauer sucht, stößt man ziemlich schnell auf das Kübler-Ross-Modell. Dieses Modell beschreibt 5 Phasen, die jeder Mensch durchlebt. Aber das Modell ist nicht ganz unumstritten. Dazu kommen wir gleich noch. Die 5 Stufen der Trauer sind nicht wahrhaben wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Akzeptanz. Die erste Stufe ist das nicht wahrhaben wollen. Da geht es darum, dass wir den Verlust einfach verdrängen, um die Zeit nach dem Verlust irgendwie überstehen zu können. Die zweite Stufe ist dann Zorn. Auch wenn das erstmal nicht unbedingt zielführend klingt, hat der Zorn eine wichtige Funktion. Während wir vorher auf der offenen See getrieben sind, stellt der Zorn eine Art Anker dar, an dem wir uns festhalten können. In der dritten Stufe versuchen wir zu verhandeln. Verhandeln bedeutet, dass wir versuchen, das Geschehene ungeschehen zu machen. Zum Beispiel, was wäre, wenn ich morgens doch früher aufgestanden wäre, wir zusammen gefrühstückt hätten, hätte sie den Unfall dann vielleicht nicht gehabt? In der vierten Stufe, der Depression, ist das Gefühl der Trauer vielleicht am stärksten. Und es fühlt sich so an, als würde es für immer bleiben. Depression hat hier nichts mit Depression im Sinne einer psychischen Störung zu tun, sondern mit einer tiefen Traurigkeit über den Verlust. Die letzte Stufe ist die Akzeptanz. Hier geht es darum, die Realität zu akzeptieren. Und das kann auch bedeuten, dass wir selbst neue Rollen annehmen oder andere Personen in unserem Umfeld neue Rollen zuschreiben müssen. Also zum Beispiel, dass wir die Verantwortung für Geschwister übernehmen müssen, wenn ein Elternteil verstorben ist. In der Wissenschaft verpacken wir solche Sachen immer gerne in irgendwelche Modelle. Damit lassen sich Menschen dann in Phasen einordnen, aber wir Menschen sind keine Modelle. Und deswegen ist es auch schwierig, uns da einfach einzuordnen. Genau, das Modell ist sehr umstritten. Während ich vielleicht dadurch trauere, dass ich mich möglichst viel mit FreundInnen treffe und viel darüber reden möchte, gibt es Personen, die sich eher zurückziehen und ihre Gefühle mit sich selbst ausmachen. Beides ist richtig, wenn es für die Person gut funktioniert. Außerdem suggeriert so ein Stufenmodell, dass man die Stufen hintereinander durchlaufen muss. Auch das ist bei uns Menschen meistens nicht der Fall. Trauer ist fließend. Die Phasen an sich, wie das Nicht-Wahrhaben-Wollen, Zorn oder auch mal depressiven Verstimmungen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Tatsächlich sehe ich diese Stimmungen auch bei meinen PatientInnen, wenn es um die Trauer geht. Nur, dass es Stufen sein müssen, die nacheinander ablaufen, ist halt nicht wirklich realistisch. Trauer hat also nicht nur ein Gesicht, sondern viele verschiedene. Es gibt inzwischen aber Alternativen, die ich passender finde, um einen Trauerprozess gut zu beschreiben. Zum Beispiel das duale Prozessmodell der Trauer. Bei diesem Modell geht man davon aus, dass trauernde Menschen nicht nur unangenehme Gefühle im Prozess fühlen und es ihnen nicht nur schlecht geht, sondern es ist mehr ein Hin und Her zwischen Trauer und positiven bzw. angenehmen Gefühlen. Zwischendurch auch positive Gefühle zu haben, ist vollkommen in Ordnung und sogar wichtig. Es kann helfen, wieder Stück für Stück in einen normalen Alltag zurückzufinden. Wie lange ein Trauerprozess dauern kann, kann man leider gar nicht so pauschal sagen. Die anhaltende Trauerstörung kann man als Diagnose vergeben, wenn die trauernde Person länger als 6 Monate nach dem Tod einer nahestehenden Person
immer noch super viel an die Person denken muss und eine ganz, ganz große Sehnsucht nach ihr hat. Und deswegen ihr Alltag eingeschränkt ist. Die ECD-11 hat nun festgelegt, ab wann eine intensive Trauer krankhaft sein kann und eine Person im Alltag einschränkt. Aus meiner Erfahrung in der Therapie kann ich sagen, die meisten Trauernden sagen aber, dass Trauer nie wirklich nach einem Verlust endet. Und man nicht einfach irgendwann so sagen kann, ich habe abgeschlossen, sondern es ist mehr ein neues Leben, in dem man versucht, der verstorbenen Person und seiner eigenen Trauer einen Platz zu geben und trotzdem seinen Alltag zu leben. Auch wenn die Trauer um eine nahestehende Person bleibt, wird es mit der Zeit definitiv erträglicher und der Schmerz geringer. Es geht also nicht darum, bei der Trauer nicht mehr an die Person zu denken, einfach so abzuschließen und so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen. Das wäre viel zu viel verlangt und auch total unrealistisch. Ich finde hier den Begriff Continuing Bonds, also fortgeführte Beziehung, total schön. Genau das ist es nämlich. Durch die Erinnerung an die verstorbene Person, durch zum Beispiel Fotos, Videos und so weiter, können Trauernde noch weiterhin die Möglichkeit haben, so eine gewisse Bindung zum Verstorbenen zu spüren. Das kann den Schmerz erfahrungsgemäß lindern. Ungefähr 4% der Menschen brauchen überdurchschnittlich lange, um den Tod eines engen Angehörigen zu verarbeiten. Sie trauern manchmal jahrelang. Das nennt man pathologisches, also krankhaftes Trauern, also wenn die Trauer über ein bestimmtes normales Maß hinausgeht. Ruber hat schon über die anhaltende Trauerstörung gesprochen. Die kann zukünftig diagnostiziert werden und unterscheidet sich von anderen psychischen Erkrankungen, aber kann auch dafür sorgen, dass wir in eine andere psychische Störung reinrutschen. Ungefähr die Hälfte der Personen entwickeln eine Depression, jeweils 40% eine Angststörung oder ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Einige haben auch Selbstmordgedanken oder begehen tatsächlich Suizid. Neben den psychischen Belastungen kann sich Trauer auch auf unseren Körper auswirken. Personen haben oft erhöhten Blutdruck, erhöhte Cortisolspiegel und die Trauer hat Auswirkungen auf unser Immunsystem. Dazu können Gewichtsverlust, Schmerzen, Schlafstörungen und ein erhöhtes Herzinfarktrisiko kommen. Auch das sogenannte Takotsubo-Syndrom lässt sich mit Trauer in Verbindung bringen. Das ist eine Erkrankung des Herzmuskels und macht ähnliche Symptome wie ein Herzinfarkt. Vielleicht kennt ihr es unter dem Begriff Broken Heart Syndrom. Außerdem steigt die Sterblichkeitsrate. Eine Studie zeigt, dass die Sterblichkeitsrate nach einem Trauerfall in den ersten 6 Monaten um 40% ansteigt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu sterben, vermutlich wegen der gesundheitlichen Probleme, ist dann um 40% höher. Wegen dieser zum Teil schweren körperlichen und psychischen Folgen ist es extrem wichtig, dass ihr euch professionelle Hilfe sucht, wenn ihr merkt, dass ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, aus dem Trauerprozess nicht rauskommt. Wir haben euch Infos zu Hilfsangeboten unten in der Infobox verlinkt. Also eigentlich gibt es beim Trauern kein richtig oder falsch. Jeder trauert auf seine Art und Weise. Und wenn es einem gut tut, dann ist das auch richtig so. Also schaut einfach mal, was für euch passen könnte. Gefühle zulassen. Am Anfang kann es echt hilfreich sein, seine Gefühle einfach mal zuzulassen. Zu weinen, auch mal zu schreien und wütend zu sein, kann echt erleichtern. So kann man seinen Schmerz einfach mal zeigen und dadurch fängt man tatsächlich auch schon an, den Verlust zu verarbeiten. Gefühle zu unterdrücken ist erfahrungsgemäß meistens keine gute Idee und kann im Trauerprozess echt blockieren. Manchmal hört man einen Song oder riecht ein Parfum, was einen an die Person erinnert und dann muss man plötzlich heftig weinen. Das ist alles wirklich total normal im Trauerprozess und solche Gefühlsausbrüche gehören vor allem am Anfang einfach dazu. Manchmal kann es helfen, seine Gefühle und Gedanken einfach mal aufzuschreiben. Vielleicht in so etwas wie ein Tagebuch oder vielleicht sogar mal was zu malen. Häufig schreibe ich mit PatientInnen auch einen Brief an die verstorbene Person und wir besprechen danach, was die Person geantwortet hätte. Unterstützung. Im Trauerprozess können FreundInnen oder auch Familienmitglieder echt eine Stütze sein. Wenn deine FreundInnen versuchen, für dich da zu sein, nehme ihre Hilfe an. Das kann echt total viel bewirken, wenn man sich mit dem Menschen über seinen Schmerz austauschen kann. FreundInnen können einem aber auch helfen, wieder schöne Dinge im Alltag zu erleben, wie zum Beispiel in die Stadt zu gehen und sich einfach mal einen Kaffee zu gönnen.
Falls du merkst, dir geht es nach einiger Zeit nicht gut und du fühlst dich durch deine Trauer im Alltag total eingeschränkt, dann gibt es definitiv Hilfsangebote, die du wahrnehmen kannst und auch solltest. PsychotherapeutInnen können einem helfen, mit der Trauer besser umzugehen und in einem geschützten Rahmen Abschied zu nehmen. Es gibt auch Beratungsstellen für Trauernde und dort kann man sich mit ExpertInnen über die eigene Trauer austauschen. Auch Trauergruppen können hilfreich sein. Da kann man mit anderen Menschen, die möglicherweise Ähnliches erlebt haben, einfach mal reden. Hier würde ich euch anregen, Trauergruppen mit professioneller Anleitung zu finden. Links dazu findet ihr in der Infobox. Raum für Trauer schaffen. Rituale zum Beispiel können Menschen helfen, mit dem Schmerz eines Verlustes umzugehen. Du kannst dir feste Zeiten einplanen, am Tag oder auch in der Woche, wo du dir fürs Trauern bewusst Zeit nehmen möchtest. Man kann hier zum Beispiel an den gemeinsamen Lieblingsort gehen, einen Song hören, der euch beiden gefallen hat, oder das Lieblingsessen der verstorbenen Person kochen. Genauso wichtig ist es aber auch, sich feste Zeiten einzuplanen, indem man schöne Dinge machen möchte. Durch feste Zeiten kannst du versuchen, stückchenweise wieder in den Alltag zu finden. Schaue aber, was für dich machbar ist. Jeder hat da sein oder ihr eigenes Tempo. Hilfe anbieten. Frag die trauernde Person, was sie braucht. Das kann sich zum Beispiel so anhören. Hey, ich weiß, du machst gerade eine schwere Zeit durch. Wie kann ich dich unterstützen? Ich bin da. Aktivitäten anbieten. Manchmal ist es aber auch so, dass Betroffene gar nicht so genau wissen, was sie brauchen in dem Moment. Da kann es helfen, wenn man ihnen Alternativen anbietet. Willst du darüber reden? Wollen wir gemeinsam einen Spaziergang machen oder gemeinsam kochen? Seid hier bitte authentisch und sagt und bietet nur das an, was ihr auch wirklich machen wollt. Ablenkung anbieten. Es ist voll okay, auch mal über andere Themen zu sprechen. Das kann Betroffenen manchmal sogar helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Aber schaut hier, was die trauernde Person gerade braucht und gut findet, einfach offen kommunizieren. Also eigentlich kann man nicht mega viel falsch machen, wenn man versucht, für die Person da zu sein und sich nach ihren Bedürfnissen zu richten. Deswegen traut euch, das Thema anzusprechen und traut euch auch, da zu sein. Hier unten findet ihr ein Video von uns zur sozialen Angststörung und hier gibt es ein Video vom Y-Kollektiv. Der Y-Reporter Johannes begleitet eine junge, an Krebs erkrankte Frau bei ihrem letzten großen Wunsch. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Bis nächste Woche.